Oh, er ist wiederhergestellt. RK-800. Finde Amanda. Dann suchen wir mal Amanda. Da vorne. Kannst du laufen? Nein. Okay. Also die Grafik ist ja schon echt geil. Muss ich mal so sagen. Oh, nein. Ich komme mit diesem Kamerawechsel zwischendurch einfach nicht klar. Nochmal. Wo ist sie denn? Da ist sie. Jetzt beweg dich bitte nicht weg, Amanda. Ich habe nicht manchmal Probleme mit der Steuerung hier. Eins. Hallo, Amanda. Connor, schön, dich zu sehen. Dein Vorgängermodell wurde leider zerstört. Er wusste, dass Abweichler unberechenbar sind, aber er war unvorsichtig. Ich hoffe, du machst nicht denselben Fehler. Okay. Das habe ich nicht vor. Wenn ein Connor-Modell zerstört wird, wird sein Speicher ins nächste Modell übertragen. Aber einige Daten können dabei verloren gehen. Vermeide eine Zerstörung. Das ist besser für dich und für die Untersuchung. Ich verstehe. Die Befragung war wohl herausfordernd. Was denkst du über den Abweichler? Ah, da steckt ein Stecker nicht richtig. Okay, es gab Anzeichen auf ein Trauma nach Misshandlung durch seinen Besitzer. Als ob sein Originalprogramm vollständig überschrieben worden wäre. Dieser Lieutenant Anderson wurde offiziell für die Abweichlerfälle eingeteilt. Was hältst du von ihm? Er entspricht nicht ganz meinen Erwartungen. Aber für ein abschließendes Urteil habe ich noch nicht genug Daten. Unglücklicherweise werden wir uns mit ihm abfinden müssen. Wie möchtest du mit ihm umgehen? Ich brauche mehr Daten, um das zu entscheiden. Ich werde mehr über ihn erfahren und dann mein Verhalten entsprechend anpassen. Immer mehr Androiden werden zu Abweichlern. Es sind Millionen im Umlauf. Mhm. Wenn sie instabil werden, sind die Konsequenzen katastrophal. Du bist der fortschrittlichste Prototyp, den CyberLife je gebaut hat. Wenn jemand herausfinden kann, was hier passiert ist, dann du. Zählen Sie auf mich, Amanda. Führe die Untersuchung fort, wo der letzte Connor aufgehört hat, und mach dem ein Ende. Okay. Beeilung, Connor. Die Zeit ist knapp. Das ist meine Aussage. Unglaublich. Ja, sorry wegen dem Audio. Gerade. Und ich glaube auch schon in der letzten Folge. Da wusste ich nur nicht, ob es auch für mich oder auch für euch so ist. Aber da steckt einfach ein Stecker nicht richtig. Habe ich jetzt reingesteckt und jetzt klingt Audio gut. So. Kann ich helfen? Ich möchte zu Lieutenant Anderson. Bist du autorisiert? Ja. Lieutenant Anderson ist noch nicht da. Warte doch an seinem Platz. Okay. Ohne Scheiß. Die Scheißmaschine hätte alle da drin töten können. Wo sitzt Lieutenant Anderson? Analysieren. Ich glaube das hier. Q. Na, toll. Da steht nichts. Okay. Entschuldigung. Wissen Sie, wann Lieutenant Anderson normalerweise kommt? Hängt davon ab, wo er abends so war. Wenn wir Glück haben, kommt er vor 12. Danke. Ja. Erkunde das neue Büro.
Rechte Maus, das funktioniert nicht gerade. Was war das? Untersuche seinen Schreibtisch, erkunde die Polizeistation. Machen wir erstmal Schreibtisch. Was ist das denn für Oldschool? Knights of the Black Death. Okay, was haben wir? Donuts? Kalorien, gesättigte Fettsäuren, Cholesterin. Alles klar, was da nicht so alles rauskriegt. Eine tote Pflanze. Kaffee? Warum ist da Kaffee in seiner Kaffeetasse, wenn er nicht da ist? Ich habe einen Bug gefunden, Freunde. Anti-Androiden-Parolen. Okay, er ist gegen Androiden. Detroit Baseball-Kappe. Streichhölzer. Und Hundehaare. Und was haben wir hier? Red Eyes, Sondereinheit. Wo ist er denn? Real Police. Nice Girl. Asshole. Jerk. Was? Not since, not irgendwas since 2019, owe me 50 bucks. Okay, Analyse abgeschlossen. Ja, er ist ein ganz normaler Mensch mit einem Alkoholproblem. Würde ich jetzt so sagen. Hallo, Lieutenant. Mein Name ist Connor. Ich bin der Android von Cyberlife. Gott, gestern hattest du eine Kugel im Kopf. Mein Vorgänger wurde bedauerlicherweise zerstört. Aber Cyberlife übertrug seinen Speicher und schickt mich als Ersatz. Der Vorfall sollte die Untersuchung nicht behindern. Oh, scheiße. Hank! In mein Büro! Oh, viel Spaß. Folge Hank und höre zu. Ja, das tue ich. Oh, nein, komm. Jeden Tag landen 10 neue Androidenfälle auf meinem Schreibtisch. Einzelne Vorfälle gab es schon immer. Einer alten Dame kam der Hausandroid abhanden und so ein Mist. Aber jetzt kommen Berichte über Überfälle und Morde rein, wie der Kerl letzte Nacht. Das ist nicht länger nur Cyberlife's Problem. Es handelt sich jetzt um eine Ermittlung und wir müssen das aufklären, bevor die Scheiße hochkocht. Ich will, dass du die Fälle übernimmst und nach einer Verbindung suchst. Warum ich? Warum muss ich mich um diese Scheiße kümmern? Kein Polizist im ganzen Land ist dafür weniger geeignet. Ich weiß einen Scheißdreck über Androiden, Jeffrey. Ich finde nicht mal den Wecker in meinem eigenen Telefon. Alle sind überlastet. Ich glaube, du bist für diese Untersuchung absolut qualifiziert. Bullshit! Es will nur keiner diese scheiß Androidenfälle übernehmen. Und ich muss das Ganze immer wieder ausbaden. Cyberlife hat uns diesen Androiden zur Unterstützung geschickt. Es ist ein hochmoderner Prototyp und jetzt dein Partner. Auf keinen Fall! Ich brauche keinen Partner und schon gar keinen von diesen Plastikwichsern! Hank, du gehst mir so langsam wirklich auf den Sack. Du bist Polizeilieutenant. Du hast gefälligst zu tun, was ich sage. Und deinen verdammten Mund zu halten. Weißt du, was mein verdammter Mund dir sagen möchte? Okay. Okay. Das habe ich jetzt nicht gehört. Denn sonst müsste ich deiner Personalakte ein paar Seiten hinzufügen. Und die ist eh schon dick wie ein Scheißroman. Dieses Gespräch ist beendet. Jeffrey, Scheiße, warum tust du mir das an? Du weißt, wie sehr ich diese Scheißdinger hasse. Warum tust du mir das an? Pass auf. Ich hab jetzt echt genug von deinem Gemecker. Entweder machst du deine Arbeit oder du gibst deine Marke ab. Jetzt entschuldige mich, ich bin beschäftigt. Das war dann aber ein kurzes Gespräch. Ich frage mich, ob Lieutenant Anderson wirklich die beste Wahl für diese Untersuchung ist. Hey!
Ich brauche keine Maschine, um meine Männer einzuteilen, okay? Also verpiss dich aus meinem Büro! Ups, falsche Antwort. Einen schönen Tag, Captain. Ja, nee, das, da hätte ich was anderes wählen müssen. Verdammt. So, bring den Fall voran. Sieh nach Hank. Gehen wir mal konstruktiv ran. Es ist mir eine Ehre, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Wir werden sicher ein tolles Team. Wie dem auch sei. Ich möchte sagen, dass ich mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen freue. Wir werden sicher ein tolles Team. Das hat er schon mal gesagt. Okay, gehen wir mal auf seinen Schreibtisch ein. Gibt es hier irgendwo einen Schreibtisch für mich? Ach so. Den da benutzt gerade keiner. Das ist nicht... Oh, okay. Gut, analysiere Abweichlerdaten. Gut, dann machen wir das mal. Gehen wir mal auf Basketball ein. Sie sind Detroit Gears-Fan, nicht? Denton Carter hat gestern 53% der Würfe von der Dreierlinie versenkt. Haben Sie das gesehen? Das Spiel wollte ich mir gestern in der Bar ansehen. Oh. Gut, das hat jetzt nicht geklappt. Gehen wir mal auf seine Musik ein. Kennen Sie die Knights of the Black Death? Ich mag diese Art von Musik. Sie ist so energiegeladen. Du hörst Heavy Metal? Naja, ich höre Musik nicht im eigentlichen Sinne. Doch ich würde gern. Sie haben einen Hund, ja? Woher weißt du das? Die Hundehaare an Ihrem Stuhl. Ich mag Hunde. Wie heißt Ihr Hund? Was geht's dich an? Oh, Sumo. Er heißt Sumo. Okay. Auf Anti-Androiden gehe ich nicht ein. Das ist ein Fowler. Ja. Kennen Sie Captain Fowler schon lange? Ja, zu lange. Oh, Ruf hat sich nicht geändert. Ich frage mich, kommen Sie eigentlich immer um diese Zeit ins Büro? Ich komme, wenn ich komme. Jetzt hör auf zu nerven, okay? Gut. Fangen wir an. Wenn es Dateien über Abweichler gibt, würde ich sie mir gerne ansehen. Da steht dein Computer. Ich wünsche dir viel Freude. Okay. Alle Akten scannen. Machen wir es einfach so. 243 Dateien. Die erste von vor 9 Monaten. Alles begann in Detroit und breitete sich im ganzen Land aus. Ein AX-400 hat gestern Abend offenbar einen Menschen ermordet. Das könnte ein guter Ansatz für unsere Untersuchung sein. Komm. Ich verstehe, dass Sie persönliche Probleme haben, Lieutenant. Aber Sie müssen nach vorne schauen. Und hey! Sprich nicht mit mir, als ob du mich kennst. Ich bin nicht dein Freund und brauche deinen Rat nicht, okay? Ah, chill mal, Wilma. Weißt du selber nicht, was er hinterher sagt. Mein Auftrag ist diese Mission, Lieutenant. Ich werde nicht darauf warten, bis Sie wieder Lust haben zu arbeiten. Pass auf, Arschloch. Wenn es nach mir ginge, würde ich euch alle auf den Müll werfen und ein Feuer machen. Also nervt mich bloß nicht. Oder ich vergesse mich noch. Lieutenant? Es tut mir leid, wenn ich störe. Ich habe Neuigkeiten über den AX-400, der diesen Kerl getötet hat.
Er ist wohl im Ravendale-Distrikt. Bin dran. Hank mag uns nicht. Er mag uns wirklich nicht.